Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Sandy. Und wie ihr richtig im Titel gelesen habt, reden wir heute über einen umfassenden Leitfaden für Sammler und Fans. Bevor ich mit dem Video richtig beginne und euch mit Fakten zulabern möchte, werden wir etwas strukturieren und ich euch ganz kurz erklären, worüber wir reden werden. Als erstes ist eine kurze Einleitung zur Nintendo DS-Reihe. Dann erfolgt eine Systemvariation. Dann werden wir über nützliches Zubehör für Sammler reden. Must-Have-Spiele für Sammler, wo auch unbekanntere Titel sind, beziehungsweise weniger bekannt. Dann, worauf man im Kauf achten sollte, darüber werde ich bei Original vs. Fälschung etwas eingehen. Tipps zur Wertehaltung und Lagerung, preisbewusst sammeln, wie man Schnäppchen macht. Und dann werde ich noch auf den Nintendo 2DS XL, den ihr hier vor euch seht, etwas eingehen, weil ich den ja selber besitze. Vorab kommen wir ganz kurz zum Anfang zurück. Die Nintendo DS-Serie hat einen einzigartigen Platz in der Gaming-Geschichte, weil sie mehrere innovative Funktionen kombiniert, die damals neu und aufregend waren. Die Dual Screens, was man auch hier im Video jetzt sieht, darunter ein Touchscreen, ermöglicht ganz neue Spielmechaniken, die andere Konsolen nicht boten. Mit über 150 Millionen verkauften Einheiten ist die DS-Reihe eines der erfolgreichsten Handheld-Konsolen aller Zeiten. Diese Beliebtheit kombiniert mit einer breiten Spielesammlung und nostalgischen Erinnerungen macht sie zum idealen Sammlerobjekt für Gaming-Fans. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Systemvarianten. Eine Systemvariante seht ihr hier vor euch. Das ist der Nintendo 2DS XL. Dann haben wir den Nintendo DS Original. Die erste Version mit robustem Design. Sie hat einen Game Boy Advance Slot, ist aber kloppiger als die Nachfolger. Das ist der erste ganz dicke graue. Dann haben wir den Nintendo DS Lite, den sehr viele wirklich bevorzugen. Eine schlankere, leichtere Version mit besserem Bildschirm, beliebt für Sammler, die ein kompaktes Design möchten. Nebenbei auch DS Lite, weil einfach viele Personen es bevorzugen, dass der DS Lite die Möglichkeit bietet, Game Boy Advance Spiele zu spielen. Dann haben wir den DSi, der übrigens am 21. November 2009 in Japan erschien und am 5. März 2010 in Europa. Natürlich ohne Game Boy Slot, dafür mit einem besseren Prozessor, Kameras und einem DSi Shop für exklusive Downloads. Dann haben wir den DSi DSi XL, ähnlich wie der DSi, aber mit einem größeren Bildschirm, ideal für Spieler, die ein größeres Display bevorzugen. Wobei ich bis heute immer noch keine Person kenne, die das wollte. Dann haben wir nützliches Zubehör für Sammler. Punkt 1, das sind drei Sachen, die meistens dabei sind. Ladekabel, ein Muss, da viele gebrauchte Geräte ohne Ladekabel verkauft werden. Also wenn ihr es Gebrauch kaufen wollt, dann achtet darauf, dass das Ladekabel dabei ist. Dann haben wir Schutzhüllen oder Taschen für den Erhalt des Gerätezustands. Wichtig. Und dann natürlich Displayschutz, aber dazu muss ich euch nichts erklären, weil die meisten von euch haben ja auch ein Panzerglas am Handy oben. Wenn man gute Geräte in einem guten Zustand sucht, lohnt sich ein genauer Blick auf Bildschirm, Tasten und den Zustand der Scharniere. Geräte ohne Kratzer auf dem Bildschirm und in funktionalem Zustand sind für Sammler sehr wertvoll. Wie zum Beispiel hier, das ist halt ein neuer, ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon 4 Jahre und er hat keine kaputten Scharniere und sonst nichts. Man muss halt einfach wirklich auf diese Geräte aufpassen. Dann passiert auch im Endeffekt nichts. Dann haben wir, ich habe drei Spiele, die absolute Must-Haves sind für Spiele. Für Sammler. Punkt 1, Mario Kart DS. Ein Klassiker der DS-Ära und perfekt für Multiplayer-Spaß. Viele von euch, die was eine Nintendo Switch haben, werden natürlich auch Mario Kart 8 haben. Also klar. Pokémon Heart Gold oder Soul Silver. Sehr wertvoll und beliebt bei Sammlern wegen des großen nostalgischen Werts. Was ich bereits weiß über diese beiden Spiele, ist, dass sie mit eines der teuersten sind. Sie sind relativ teuer zumindest. Dann haben wir The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Nutzt die DS-Features wie den Touchscreen kreativ und ist bei Sammlern beliebt. Das sind zumindest drei Titel, die halt eines der beliebtesten sind. Dann haben wir drei weniger bekannte Titel, zum Beispiel Elite Beats Agent. Ist ein Rhythmusspiel mit Kultstatus, das günstig und unterhaltsam ist. Dann haben wir WarioWare Touched. Ein schnelles, unterhaltsames Spiel mit Mikrospielen, das die DS-Features voll ausnutzt. Und zu guter Letzt haben wir Advance Wars Dual Strike. Ein taktisches Spiel, das im DS-Format gut funktioniert und eher preiswert zu haben ist. Diese Auswahl gibt Anfängern eine Grundlage für vielfältige Sammlungen, die Klassiker und Geheimtipps vereint. Genau. Jetzt kommen wir dazu, worauf man beim Kauf achten sollte. Und hier geht es um Original versus Fälschung. Fälschungen sind ein bekanntes Problem bei DS-Spielen. Hier reden wir über die Spiele. Besonders bei beliebten Titeln.
Punkt 1, Nintendo-Logo. Achtet darauf, dass das Logo klar und sauber aussieht. Fälschungen haben oft ein verschwommenes oder unsauberes Logo. Klar, Trademark. Dann Spielmodul-Rückseite. Originalmodule haben bestimmte Prägungen, wie Nintendo-Prägungen und Seriennummer, die auf den meisten Fälschungen fehlen. Und das dritte, Verpackung und Haptik. Fälschungen haben oft billigere Materialien und den Aufdruck der Verpackung wirkt unscharf. Dann reden wir noch über Tipps zur Wertehaltung und Lagerung. Punkt 1, kühl und trocken lagern. Obviously. Eine Schutzhülle verwenden und natürlich den Akku regelmäßig entladen und aufladen. Gut, und jetzt möchte ich noch ganz kurz reden über preisbewusstes Sammeln für die Leute, was Schnäppchen suchen. Punkt 1, ideal sind Flohmärkte und Secondhand. Hier sind Spiele manchmal sehr günstig, vor allem wenn die Verkäufer den Wert nicht genau kennen. Online-Plattformen wie eBay, Willhaben oder sonstiges, hier lohnt es sich regelmäßig nach Angeboten Ausschau zu halten und Preise zu vergleichen. Und das dritte ist Gaming-Börsen oder Tauschbörsen. Diese bieten oft faire Preise, da Sammler dort meistens untereinander handeln. Genau. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz auf der Nintendo 2DS XL, wo ich ja schon damals darüber geredet habe, den ihr auch hier vor euch seht, nochmal ganz kurz reden. Punkt 1. Er erschien als günstigere Alternative und wurde 2017 veröffentlicht und bot viele Features des Nintendo 3DS XL, aber ohne 3D-Funktion. Damit richtete er sich an Spieler, die auf 3D verzichten und trotzdem die große Spielbibliothek des 3DS genießen möchten. Wobei ich muss sagen, ich kenne keinen, auch in meinem Umkreis, Freundeskreis und Familienkreis, die den 3DS-Feature mochten. Also schreibt mal das gern in die Kommentare. Kommen wir ganz kurz zum Design und Ergonomie. Kompakt und ergonomisch. Im Vergleich zum originalen 2DS hat der 2DS XL ein klappes Design, was ihn kompakt und reisefreundlicher macht. Das Design ist ergonomisch und schont den Bildschirm beim Transport. Großer Bildschirm. Der Nintendo 2DS XL verfügt über die gleiche Bildschirmgröße wie der New Nintendo 3DS XL, obwohl er kleiner und leichter ist, was ihn handlich und gleichzeitig beeindruckend macht für sein kompaktes Design. Dann haben wir Kompatibilität und Leistung. Der 2DS XL kann die gesamte Bibliothek an DS und 3DS abspielen, was ihn besonders vielseitig macht und ideal für Sammler und Fans älterer Nintendo-Spiele. Amiibo-Unterstützung. Der Nintendo 2DS XL verfügt über NFC, Near Field Communication, sodass man Amiibo-Figuren und Karten direkt auf dem unteren Bildschirm scannen kann, um zusätzlich Inhalte in Spielen freizuschalten. Für die Leute, was es natürlich interessiert, dies zu tun. Dann haben wir verbesserte Hardware gegenüber dem Nintendo 2DS. Der 2DS XL hat eine verbesserte CPU, was die Leistung in vielen Spielen steigert und kürzere Ladezeiten ermöglicht, vor allem im Vergleich zum älteren 2DS und sogar 3DS. Dann reden wir noch über Preis und Marktposition. Da habe ich noch vier Punkte und dann sind wir es. Das erste ist erschwinglicher Preis, attraktives Design und Farben, leichtes Gewicht, Langlebigkeit und Akkulaufzeit. Erschwinglicher Preis. Der 2DS XL war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung preisgünstiger als der New Nintendo 3DS XL und eine tolle Option für Eltern, die ein robustes Handheld-Gerät für ihre Kinder suchen, ohne das teure 3D-Feature. Attraktives Design und Farben. Der 2DS XL kam in verschiedenen stilischen Farben, darunter schwarz und türkis, weiß und orange, auch wie zum Beispiel bei mir schwarz-grün oder Pokémon Editions, wie zum Beispiel Pikachu, Evoli oder einfach nur mit Pokémon drauf, die das Design modern und cool wirken ließen und eine frische Option für den Handheld-Markt boten. Leichtes Gewicht. Der 2DS XL ist leichter als der 3DS XL, was ihn bequemer für lange Spielsaisons macht und den Handheld für Kinder einfacher zu handhaben. Dann kommen wir zur Akkulaufzeit. Der 2DS XL hält etwa, also ungefähr 3,5 bis 7 Stunden, abhängig von den verwendeten Spielen, was für viele Handheld-Spieler ausreicht, um ihn zu einem zuverlässigen Begleiter unterwegs zu machen. Meine zum Beispiel hält, glaube ich, schon seit 4 Tagen, weil ich halt einfach absolut nicht spiele. Der Nintendo 2DS XL ist ein gelungenes, kostengünstiges Modell der 3DS-Familie, das eine großartige Option für Gamer bietet, die 3D-Funktionen nicht vermissen und dennoch in den Genuss der riesigen 3DS-Spielbibliothek kommen möchten. Genau, das ist das, was ich euch mitteilen möchte, weil ich nochmal darüber nachgedacht habe. Ich habe bereits Videos zum 2DS XL gemacht. Aber ich habe euch die Features, alle Features im Überblick, was kann die Handheld wirklich erklären. Aber ich möchte nochmal auf einiges eingehen und habe mir deswegen gedacht, wir reden nochmal kurz über den Nintendo
3DS XL. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Konsole hält. Hier könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Hier kommt ihr zu meinen letzten Videos. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.